herzlich willkommen zu Dragon Age Origins aus dem Turm der Magie. Nachdem wir in der letzten Folge eine Reihe von wunderbaren Abscheulichkeiten hingeschlachtet haben, suchen wir jetzt noch immer nach dem erhobenen Schwert. Und ich habe mal etwas vorgearbeitet und guck mal da oben. Da hält einer ein Schwert. Also so richtig erhoben. Ja, ist es zwar nicht, aber wir können hiermit interagieren. Er muss es sein. Er muss es sein. Aber vorher, bevor wir das machen, gucken wir uns mal hier den verkohlten Leichnam an. Und uns noch die Verletzungsausrüstung. Und so. Dann, wo war's? Jetzt hier? Nee, war auf der anderen Seite, ne? Hier. Hier ist das erhobene Schwert, möchte ich doch verwetten. Passt nur auf. Betrachtet es als erledigt. Quest aktualisiert. Was steht da? Ein tiefes Grollen signalisiert die Deaktivierung alter Schutzmechanismen. Irgendetwas in den untersten Ebenen des Turms ist nun frei. Unterste Ebenen. Das klingt jetzt nicht so wirklich gut. Da kommen wir auf jeden Fall nach oben. Ich würde sagen, bevor wir nach oben gehen, werden wir auf jeden Fall hier natürlich alles erkunden. Und bevor wir da aber alles erkunden, gehen wir mal nach unten und schauen mal, was da in den untersten Ebenen womöglich freigelassen wurde. Wir haben da unten ja auch noch Kinder. Und denen soll ja nun wirklich nach Möglichkeit nichts passieren. Also müssen wir jetzt erstmal hier runter. Leider gibt es keine Möglichkeit, das irgendwie abzukürzen. Hier runter, ja. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie früher irgendwo hinzukommen. Oder so, also runterzukommen. Wir müssen also leider ja wirklich tatsächlich den ganzen Weg zurückgehen, aber das wird uns auch nicht umbringen. Da haben wir den Besänftigten, den Owen. Dann auch hier rein in die Bibliothek. Wenn ich ein bisschen, ja, mich so ein bisschen, wie die Bayern sagen, lätschert anhöre, obwohl ich kein Bayer bin. Es ist schon ein bisschen spät. Ich bin ein bisschen müde, aber ich werde mich bemühen, euch trotzdem gut zu unterhalten. Ne? Entschuldigt also, wenn ich ein bisschen, ja, faul mich anhöre. So, hier, da, oder? Hier ist nichts. Aber hier könnte was sein. Ja, liebe Leute, das Spiel ist gerade abgeschmiert. Musste nochmal neu laden und ich wollte sagen, hier könnte was sein. Wie ihr meint. Und es ist was. Oh, ein eisiger Dämon. Ein Dämon des Zorns. Ne? Nee, oh. Shavired. Das ist etwas Größeres. Ne? Ihr seht also roter Balken. Der dürfte ein bisschen schwieriger sein. Pass mal auf. Alistair, geht mal dahin. Morgan bleibt einfach hier. Alien geht hier hin. Und Divin hier hin. Ich bin bereit. Wir müssen jetzt erstmal hier Position einnehmen. Dann versuchen wir den mal einzufrieren. Mal gucken, ob das gelingt. So soll es sein. Sehr gut. Draufkloppen. Win einmal mit der Steinfaust und Morrigan auch mit der Steinfaust und natürlich der Alien mit dem verkrüppelten Schlag. Damit kann man auch hier ein eingefrorenes Wesen zum Zerbersten bringen. Den hier sicherlich nicht. Schickt mich los! Schaden verursachen, mehr aber nicht. Und der kann uns auch Schaden verursachen, ja.
So, pass auf. Alien, geht mal feige da in die Ecke. Dürges, da in die Ecke. Morgan geht dahin und die Win geht dahin. Ja, stopp. Ganz cool bleiben. Ihr müsst euch... der Alien muss sich was einpfeifen. Die Morgan muss sich was reinpfeifen. Die Win muss sich was reinpfeifen. Der Alistair eigentlich nicht. Der kann gemütlich draufhauen. Dann mach mal Gas da. Ne? So, zack, zack. So, Morgan, einmal bitte die eiserne Umarmung. Sollte doch eine gewisse Wirkung haben. Die Win macht mal, wir haben doch hier irgendwo die Regeneration auf Morgan. Und ich versuche mal den unfairen Kampf. Ich glaube nicht, dass das Scheiße, Morgan ist weg. Win ist schwer angeschlagen. Der Typ hat echt... Der ist echt übel. Der ist wirklich übel drauf. Win, schmeiß dir mal was zur Erfrischung rein. Alien, mach das auch mal. Und Alistair, ja, erstmal zur Seite. Und dann bitte auch was reinschmeißen. So, Win... einmal die Wiederbelebung für unsere gute Morgan. Und dann die eiserne Faust auf ihn. Die steinerne meine ich natürlich. Weggefahren. Himmel, Herbert. Der gute Shay Wyatt hat es aber mächtig in sich gehabt. Wie alt es auch gewesen sein mag, das in der Mündung entdeckte Wesen wurde vernichtet. Gott sei Dank. So, die... Morgan, was hat sie? Die ist blutend. Hat sie ihre Tage? Naja, komm. Dann schmeißt ihr mal was rein. Und ein Kodex wurde aktualisiert. Das habe ich gesehen. Jojojo, Quest bezogen. Eine zusammengerollte Notiz. Das war es aber, glaube ich, nicht. Ne? Nee. Aber wer das lesen möchte. Moment. Ne? Einfach auf Stopp machen. Und hier unten. Wächter der Mündung. Ah. Da kann er hier. Shah Wyatt. Ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht. Das klingt so ein bisschen nach dem Keltischen, ne? Würde ich sagen. Wie auch immer. Eine Sammlung starker, jedoch zielloser Gedanken aus dem Nichts. Ein derartiges Wesen ist der direkte Gegenpol zur Konzentration und Antrieb. Fleischgewordene Ablenkung. Wer immer das dem Nichts entlockt hat, muss fürwahr mächtig sein und aus alter Zeit stammen. Ja, Gott sei Dank ist das Vieh erledigt. Und wir haben es so einigermaßen hinbekommen. Einigermaßen halt. Ne? Ich werde es tun. Ein Lumpen. Oh, guckt euch das an. Das waren zwei hinter. Das könnte was für Stan sein. Malachit, Flussspat und Bergkristall. Ja, das nehmen wir einfach mal alles. Oh, da gibt es bestimmt eine schöne Geschichte zu. Das dachte ich mir. Die lese ich aber jetzt nicht vor. Da werde ich jetzt auch wieder einmal, ne? Ihr kennt das ja, so bis hierhin. Dann da ist der erste Teil, das ist dann jetzt der zweite Teil. Und dann haben wir hier noch den dritten Teil. Also, wer es lesen möchte, viel Spaß damit. So, das ist alles erledigt. Moment mal eben hier. Als Tab. Yep. Gott. Dann wieder hoch. Wir haben ja noch da oben so ein paar Aufgaben zu erledigen. Ne? Nachdem wir jetzt diesen tollen Wächter der Mündung oder was auch immer das für ein Vieh war, freigelassen und erledigt haben. Gucken wir uns mal an, was der dritte Stock noch so zu bieten hat. Ich vermute ja nichts Gutes, aber was ist hier schon gut oder was ist schon schlecht? Auf jeden Fall neue Herausforderungen. Das ist mal sicher. Ganz schön groß der Turm hier. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen, wie weit wir schon vorgedrungen sind. Dann einmal bitte nochmal hoch. Ah, ja, hier durch. Hier waren die Leichen, ne? Ja, genau.
Gut, was ist das denn da? Ach, das ist der Gemeinschaftsraum, ist eine Zeichnung. Okay. Ah, hier waren wir auch schon überall. Hier war nichts weiter, ne? Nein. Okay. Da waren wir drin. Hier geht's nach oben. Aber mich interessiert eher, was jetzt hier noch so auf uns wartet. Aha, hier ist ein Raum, den wir nicht erkennen können. Wenn der im Dunkeln liegt, kann das nichts Gutes sein. Speicher mal lieber. Oh, gut, dass ich gerade abgespeichert hatte. Komm, Alien, mach einfach mal auf. Ach du Scheiße, Templer. Bezauberter Templer. Das ist nichts Gutes. Das ist gar nichts Gutes. Alistair, geh mal dahin. Morgan geht dahin. Und Alien geht daneben. Ja, also. Alistair, da bitte hin. Zack. Du stehst schon gut. Zack und zack. So, Morgan. Moment, stopp. Nee, Morgan macht mal eben den. Und die Win hat es schon gemacht, ist okay. So, du machst jetzt mal Folgendes. Du machst jetzt mal den Schildwall an. Und ich kann anhaltend auch das Momentum machen. Dann mache ich das mal eben an. So. Warte eure Befehle. Gut. Jetzt muss Morgan hier hin. So. Ach, was ist das denn nur für ein Mist? Moment, ich muss mal eben die Leiste sperren, dann passiert sowas nicht mehr. Morgan, einmal hier rüber. Hoffe nicht, dass ich die Win jetzt eingefroren habe. Anscheinend nicht. Das ist gut. So, hier drauf mit der eisernen Faust. Der hat wieder alle unsere Fähigkeiten aufgelöst. Die Morgan auf ihn hier. Mit der eisernen Faust, Alien auf ihn hier mit dem verkrüppelnden Schlag und der Alistair greift ihn an. Freie Fahrt. Jawohl, das sind drei Stück, die erledigt sind. Sehr geil. So, dann Morgan auf sie hier. Bitte einmal den Schritt. Nee, erstmal das hier. Nee, erstmal. Erstmal machen wir die Steinrüstung wieder an. Und die Win zieht sich mal da aus dieser Schlägerei direkt raus. Und die beiden Jungs sollten das an für sich auch alleine geregelt bekommen. So, dann Morgan hier drauf mit Schrecken. Win auch da drauf. So. Sehr gut. Wird aber widerstanden, das ist nicht gut. Ach, da haben wir noch einen. Was sehe ich da? Da haben wir noch einen. Ah, verfluchte Hacke. Jetzt hat die mich mit dem Schrecken gestunt. Sehe ich das richtig? Tatsächlich, so ein Scheiß. Moment, was machen wir da? Alistair hier drauf und einmal umhauen. Alistair und Alien auf ihn. So. Win. Win. Haut mal eine Ladung arkane Bolzen auf. So, und du wirst mich mal hier hin. Hau hier drauf. Und mach dann ein, zwei Waffenstreich. Sehr gut. Morgan geht soweit noch ganz gut. Ich sehe hier kaum was. Warte mal, da ist der. Wir haben da einen Templer. Und einen Templer und die Dämonen. So. Morgan ist immer noch gestunt. Da muss man gar nichts machen. Wir können also nur mit dem Alien und dem
Alistair arbeiten. Der Alien muss auf ihn auf jeden Fall weiter draufhauen und der Alistair muss ihn hier mit dem Schildhammer bezirzen. Sehr gut. So. Oh, die Morgan kriegt gerade mächtig Dresche. Kann sich aber jetzt befreien und zwar macht sie das auf ihre eigentlich wunderbare Art. Da ist der Alistair. Wo ist denn der Alien? Na, Alien steht natürlich genau. Das ist doof. Dann muss Alien sie hier so hinpusten. Sehr gut. Danach die steinerne Faust auf die Dämonin und die Vin schiebt die steinerne Faust auf ihn. Zack. Bumm, klatsch, das war's. Ich meine, das war's noch nicht, aber so gut wie. Jetzt kann Morgan sich mal ein wenig von der Lebenskraft zurückholen. Und ich hoffe, verdammt! Haben wir hier noch irgendwelche Extras? Im Moment nicht, ne? Okay, der ist erledigt. Dann hier drauf. Alistair auch hier drauf. Die Dämonin ist mittlerweile auch erledigt. Naja, gut, der gut, ja, tut mir ja leid für die Templer, aber da war leider nichts zu machen. Mach mal eben einmal hier deine Steinrüstung an. Und die Vin schmeißt auch ihre Steinrüstung an. Und wir haben ja schon das Momentum. Dann, oh, ein kleiner Goldbarren. Jetzt weiß ich gar nicht, Goldbarren könnte eventuell auch was für Alistair sein. Wir werden früher oder später sowieso noch alles verteilen müssen. Ich werde es tun. Spätestens wird erledigt. Alles volles Splitter haben wir da. Ein Amulett. 20 Kälteres, minus 1 Geschicklichkeit. Danke, brauche ich nicht. So, was haben wir hier? Was haben wir hier drin? Oh, ein bisschen was haben wir? Eine herausgerissene Seite. Zwei herausgerissene Seiten. Das waren doch die vier Magier oder wie war das? Fünf Seiten, vier Magier oder sowas. Genau. Ja, in Malefactorum Dragus Teventim Solariat Vendeos Mentoris Pluratic Fen Contrivarian. So spruch er, was? So spruch er und brachte Leben. Sprichst du die Worte, Himmelfahrt? Hä? So sprach er, so spruch er. Naja, egal. Ja, hiermit beginnen ja, diverse Sachen, bla bla bla, nochmal so Spruch eher, bla bla bla. Ja, wer es lesen möchte, ne? So Spruch eher. Also ich will ja jetzt nichts sagen, ne? Aber. Wie ihr meint. Irgendwie hört sich das. So Spruch eher gibt es nicht. Niemand da. Bio Joam, wenn ich ihn finde, bin ich ihn um. Ach, jetzt weiß ich wieder, was es war. Ja, 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 ja. Ich sag natürlich nichts. Ich will euch ja nicht spoilern. So. Okay. Mal hier. Nichts. Okay. Dann. Noch eine herausgerissene Seite. Na, meine Fresse, ne. Nochmal fünf Seiten für Magier. Und Widerspruch, er. Mehrere Verzauber des Zirkels haben unwissentlich dasselbe gefälschte Buch studiert. Jemand namens Bayer Joam hat ihren Ehrgeiz ausgenutzt und dabei vermutlich einen netten Profit erzielt. Halte die Augen nach ihm offen. Das ist also unsere Aufgabe. Ja.
Ja, da könnt ihr alles in Ruhe lesen, wenn ihr da Spaß dran habt. Ich habe das schon gelesen. Geselle, Verlangsamungsrune und eine schwache Verletzungsausrüstung. Haben wir da auch noch. Ansonsten haben wir hier nichts. Sind wir hier durch? Tatsächlich. Tja. Na denn. Hier rein. Hier war ja nichts weiter, ne? Da oben Statue, das haben wir alles hier gelöst. Hier ist auch nichts. Boah, das sieht so widerlich aus, ne? Mit diesen. Was sind denn das überhaupt? Diese blutigen Fleischklöpse. Blah. So, hier rein. Und die nächste Etage wartet auf uns. Noch mehr von diesen wunderbaren Fleischgedönsen, von diesem Fleischgedönse. Aha, naja, komm. Das ist einfach völlig unnötig. Warum komme ich denn da nicht rein? Frage. Was? Hä? Also so manches ist ja doch irgendwie komisch, ne? Hier nur wieder. Warte mal. Warum kann ich das jetzt hier nicht an... Oh, da ist doch hier, so. Außerschulische Studien. Hiermit wird verkündet, dass die Übungshalle im vierten Stockwerk künftig nur noch von der am Turm stationierten Templergarnison benutzt werden darf. Da sie eigentlich bereits über geeignete Ausbildungsstätten verfügen, werden sie dadurch die Aktivitäten des Zirkels noch genauer überwachen. Der Zauberer Bergins freiwillige Waffenausbildung findet bis auf Weiteres nicht mehr statt. Dem ist Verzauberer Bergin von seinem Posten als Lehrer zurückgetreten. Erster Verzauberer Sinclair. Wahrscheinlich der Vorgänger von Irwin, ne? Ja. Komischer Belangung, ja. Dann hier, Truhe. Ja, damit. Stab des Akolyten. War auch nicht besonders. Okay, was haben wir hier? Moment, erstmal um die Ecke linsen. Dämon der Wollust und ein verhexter Templer. Das kann nichts Gutes sein. Ja, Schatz, was gibt es denn heute? Alles entspricht deinen Wünschen, mein Ritter. Unsere Liebe und unsere Familie übertreffen deine kühnsten Hoffnungen. Also wir sprechen mal in Andrastes Namen. Ne? Was in Andrastes Namen geht hier vor? Hast du was gehört, Schatz? Es ist nichts, Liebling. Nur die Tür. Ich gehe schon. Die Kinder sind mit dem Abendessen fertig. Bring sie zu Bett. Ich sehe nach, wer da ist. Beeil dich! Die Kinder wollen einen Gute-Nacht-Kuss von dir. Es dauert nur einen Moment, Liebling. Ihr unterbricht einen privaten Moment voller Liebe. Ich hasse Unterbrechungen. Also privat und Liebe und so ist hier schon mal gar nicht. Ich habe ihm gegeben, was er immer wollte. Was ist daran schlecht? Ja, sein Glück ist Illusion. Eine grausame Lüge. Gefühle sind niemals vergib auch der andere, ihr unterbrecht einen Privat. Aber meist werden sie durch reale Ereignisse und Personen ausgelöst. Was ihr ihm angetan habt, ist abscheulich.
Ich sah seine Einsamkeit und den Wunsch nach einer Familie, die ihn liebt. Auch die Erfüllung von Wünschen kann zu großem Leid führen. Eine Lektion für alle, die sich mit dem Gedanken an eine Heirat tragen. Wie lange soll er in dieser Benommenheit verharren? Wird er es merken, wenn sein Körper den Dienst versagt und der Tod ihn zu sich holt? Eine kurze, aber glückliche Existenz ist besser als immerwährendes Elend. Ja, ist klar, genau. Er glaubt also, die tut... Ach komm, was soll das Gequatsche? Ganz ehrlich, ne? Das ist ein Dämon. Und Dämonen haut man die Köpfe ab. So ganz einfach sieht das aus. Ne? Ganz unsere schlicht und ergreifend. Geister sind verschmolzen. Vergeht der eine, vergeht auch der andere. Ein Großteil meiner Stärke dient der Erhaltung unserer Verbindung. Aber da ich ihm Frau und Kinder bin, wird er mich bis zum Tod verteidigen. Ich will nichts von euch. Ich habe, was ich brauche. Ich bitte nur darum, dass ihr uns in Frieden lasst. Hey. Genau, damit ihr ihn aussaugen und zum nächsten gehen könnt. Niemals. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Hilfe! Da sind Banditen an der Tür. Sie wollen die Kinder ermorden. Hilfe! An mir kommen sie nicht vorbei! Achtung! War ja klar. Oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Okay, was machen wir? Lass mich überlegen. Wir haben hier einen Dämon der Wollust. Also erstmal kommen wir schon hier hin. Ah ja, wir kommen da ganz gut hin. Wir frieren die erstmal ein. Und alle anderen machen das mal gar nichts. So. Die versucht was zu machen. Vin auf sie mit Steinfaust. Morgan auf ihn mit Steinfaust. Alien hier drauf, auf diesen schlurfenden Tod, und Alistair auf diesen schlurfenden Tod. Ich erwarte eure Befehle. Ui, der ist zerborsten. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Dann auf... Was haben wir denn hier hinten? Noch einen zornigen Toten. Trotzdem, erstmal hier auf... So, genau, er ist schon weg. Dann auf diesen verzehrenden Tod machst du mal das. Alien haut hier drauf und macht den zwei Waffenstreich. Die Win einmal auf. Wir haben jetzt ein bisschen viele Gegner. Hier drauf Schrecken. Gewinn. Hier drauf. Arcana Bolzen. Okay, scheiße, sie hat verstanden. Und wir haben mächtig was abbekommen. Alistair, hau ihn mal eben um. Alien, wen haben wir denn hier? Die sind alle recht stark. Alle. Nein, Alistair hier drauf. Alien bleibt an ihm dran. Vin kümmert sich weiter um sie und Morgan wandert mal ganz kurz hier so hin. Ja? Warum gehst du so einen Umweg, Morgan? Wie kann die solche... Was hat die da gemacht? Ey, wo rennst du hin? Hier hin! Mann! Win! Auf die! Wie ihr meint! So, hau dir mal einen mächtigen Wunschumschlag rein. Und endlich, sie kann jetzt hier einmal einfrieren. So. Dann haben wir Win.
auf den zornigen Tod hier mit der Steinfaust. Morrigan auf diesen zornigen Tod mit Scheiße. Ja. Mit der Steinfaust. Sehr gut. Hast du schon gemacht? Nein? Ja, Mann, mach doch mal! Du dusselige Kuh. So, da drauf. Alistair ist gut beschäftigt. Die Morgan macht einmal noch mal die eisige Umarmung und die Win kümmert sich hier mit drum. So, das sollte jetzt eigentlich reichen. Jawohl. Eine weitere Kerbe für meine Sammlung. Ja, nicht nur für deine, für meine auch. So, was haben wir hier? Dämonen der Wollust. Der Lyriumtrank ist interessant. Ich werde es tun. Alles andere ist jetzt nicht so wirklich wichtig. Was haben wir hier im Schrank? Ein paar Elfenpfeile. Betrachtet es als erledigt. Die Toten, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, Templerrüstung. Wunsch und Bedürfnis. Ein schriftlicher Tadel. Templer Drass. Eure Anmerkungen vor den Rekruten sind lediglich der neueste Vorfall in einer ganzen Reihe beunruhigender Ereignisse. Ich vermute allmählich, dass ihr den Anforderungen der Ausbildung, was unbedingte Hingabe betrifft, nicht gewachsen seid. Ihr solltet euch Gedanken über den künftigen Verlauf eurer Karriere bei den Templern machen. Im Anschluss an euren derzeitigen Auftrag werde ich mit euch im Gespräch die Optionen für einen Einsatz an anderer Stelle innerhalb der Organisation erörtern. Aufseher Zerrand, Assistent von Kommandant Gregoire. Eine Notiz ist in die Ecke gekritzelt. Aufseher wer? Optionen? Sicher nur ein selbstmörderischer Magierjagd, eine selbstmörderische Magierjagd irgendwo im Benorn. Ja, so, was haben wir hier noch? Leichnam-Galle. Meine Fresse, wie viel Galle wir mittlerweile haben. Ein Buch. Das gibt Punkte. Das Reich von Tevinter. Ja, wer das lesen möchte, kann das sehr gerne tun. Viel Spaß. So, gut, da haben wir den Waschtisch. Elektrizitätsresistenz, ein Silberring, Runde der Verlangsamung und Sonnenblond. Was zum Suppeln. So, okay. Und dann haben wir hier noch eine Tür. Und nochmal drei Templer und eine Magierin, so wie es aussieht. Die mit Sicherheit auch noch Leichen oder sowas beschwören wird. Also eine sehr interessante Konstellation für die nächste Folge. Ja? Ja, wir sind am Ende. Wir sind schon wieder bei 34 Minuten. Gut, ich muss noch ein bisschen was kürzen, aber wir sind wieder deutlich über 30 Minuten. Ich möchte die Folgen auch bei Dragon Age so um die 30 Minuten halten. Und deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit den Kämpfen. Kann euch schon mal insofern sagen, in der nächsten Folge werden wir nicht nur Spaß mit diesen drei Templern und der Magierin bekommen, sondern es wird eine recht überraschende Wendung geben. Und die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Macht's gut, vielen Dank, bis dahin, ciao, euer Alien.